Jonapot und Achlasserbach und willkommen zu einer weiteren Folge Warfunder. Und heute schauen wir uns mal die neuen beiden, oder die ersten beiden des neuen Battle Pass Fahrzeugs an. Die 109 und das ägyptische Boot, was bei den Sowjets reinkommt. Hier, das hier. Und deswegen habe ich euch auch gerade natürlich schön stilecht auf Ungarisch und auf Arabisch, zumindest ägyptischem Arabisch, begrüßt. Ich weiß nicht, ob Achlasserbach Hallo oder guten Tag in allen muslimischen Regionen ist. Aber für Ägypten, sagt Google, ist es das. Und wir, ich habe euch abstimmen lassen, wie ihr sehen wollt, ob ihr nur ein Fahrzeug sehen wollt oder wie ich das am besten machen soll. Und die Mehrheit hat gesagt, hey, zeigt doch ruhig beide Fahrzeuge in einem Video und das mache ich auch. Wir werden eine Runde RAW spielen mit der 109, damit starten wir. Wir werden dann, oder ich werde dann versuchen, eine halbwegs gute Runde Ground Army mit der 109 zu spielen, damit sie auch rauskommt und ich nicht irgendwie scheitere, ins Flugzeug zu gehen, werde ich das reinschneiden, nur damit ihr Bescheid wisst. Und danach schneide ich dann auch natürlich noch eine Runde mit dem Boot rein, und damit ihr dann quasi drei Runden heute seht mit den beiden Fahrzeugen. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in die Action. Es ist hier eine ganz normale 109F. Sie sitzt hier auf Rang 3. Battle Rating 4.0. Für Ground Forces, also von den Zuladungen, von der Bewaffnung, ja, finde ich die, sorry, finde ich die SM-91, SM-92 um einiges besser. Aber hier haben wir halt die 20er. Die 20er mit gepanzerte Ziel hat 24 Pen. Von oben ist das okay. Die Bombenzuladung ist eine 250er. Das kennen die anderen besser. Oder halt diese Feuerbombe. Und diese Feuerbombe, das ist auch die, die ich dann in Ground Forces versuchen werde. Aber schauen wir mal, wie das so wird. Ich überall plane eher, dass ich sie verkaufe, dass ich versuche, Level 105 zu kommen, um sie halt loszuwerden. Aber mal gucken, vielleicht überzeugt sie mich hier auch. Und als Just-for-Fun-Flugzeug behalte ich sie dann. Dazu komme ich aber dann am Ende. Jetzt geht es erstmal wieder in den EU-Server. Ist das hier von der Lautstärke? Ist das okay? Ist das okay? Ist das okay? Der ist zu wenig. So. Dann rein in die Action. Mein Kaffee ist frisch, meine Blase ist leer. Zeit für ein bisschen Warfunder-Verkehr. Bei dem ehemals besten Spieler aller Zeiten. Okay, ich bin aktuell der Einzige hier, der zumindest in der Italien-Schleife steht. Aber egal. Ich habe schon ein paar von den Dingern gesehen. Man kann sie ja schon als kurze Testfahrt bekommen auf Level 9 oder so. Ich habe sie ja jetzt auch eingelöst, aber ich habe die ja noch 2 Wochen. Ja, 12 Tage habe ich sogar noch. Also insgesamt hatte ich das Ding 2 Wochen. Schauen wir aber mal. Es ist eine 109. Ihr wisst, ich bin kein Fan von 109ern. Ich werde natürlich mein Bestes geben, um dieses ungarische Flugzeug bestmöglich dastehen zu lassen. Zumindest von außen her finde ich das Flugzeug wirklich gelungen. Diese ungarische Lackierung, die gefällt mir wirklich gut. Ich bin ja sowieso ein Fan von Weiß bei Flugzeugen. Und hier haben wir die normale deutsche F4. F4 oder ja, ich bin auch eine 4. Also here we go. So, was sagt denn das Datenblatt? Steigrate ist voll gut. Okay, dann machen wir das doch. Dann steigen wir. Mal schon auf 20 Grad. Auch hier bam, ab nach oben. So, der Booster. Das ist 459 bei Forschung, 570 bei Silber. Irgendwas anderes in der Gegend. Hier seht ihr ein 4-3er Flugzeug auf Rang 3, was kein Premium ist. Gerade der Silberboost ist ziemlich gut. Klar, Forschungsboost natürlich auch, aber der Silberboost kann sich definitiv sehen lassen. Dann werden wir schon warm. Aus hier, kühl mal wieder runter, bitte. Ich weiß, italienische Flugzeuge neigen zum Überhitzen, aber du bist ein deutsches Flugzeug im ungarischen Gewand, was nur in den italienischen Baum gesteckt wurde. Und der nächste Ungar für Italien. Es hat mal Zeit, dass die Ungarn so ins Spiel kommen für Italien in den Tech Tree. Oder in die Tech Trees und nicht immer nur als Premium Battle Pass oder Eventfahrzeuge. Sonst haben wir bald irgendwann den ganzen ungarischen Tree im
Premium-Baum sitzen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ist das halt ein Flugzeug? Ja, es ist ein Flugzeug. Ich habe eben meinen Monitor einmal sauber gemacht. Jetzt sehe ich auch, kann ich auch Drecksflecken und Flugzeuge wieder unterscheiden. Da haben wir Avarik. Ja, ich weiß, es soll Maverick heißen. Die B-26, oh mein Gott. Ne, B-26er fliege ich nicht mehr. Seitdem ich in der im Video vom Samstag, wo ich sie geflogen bin, in der B-26 so viel eingesteckt habe, fliege ich die nicht mehr an. Ich mag sie nicht mehr als Gegner. Nö, lass mich in Ruhe. Ah, die B-25 aber schon verloren. Ich will erstmal noch weiter Höhe gewinnen. Immer erstmal schön nach oben. Okay, es ist das 1:1 das deutsche Cockpit mit deutscher Bezeichnung. Ich weiß nie, ob die Cockpits nicht angepasst haben auf ihre Sprache, weil Ungarn sprechen normalerweise ja Ungarisch. Das haben sie auch damals schon getan. Oder ob die dann einfach mit den deutschen Bezeichnungen, ob die Piloten dann einfach auf die deutschen Bezeichnungen trainiert wurden. Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass die Cockpits, zumindest die Bezeichnung der Armaturen, das sind ja einfach nur neue, es ist ja nicht viel Arbeit, dass die das halt umgeändert haben. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Oh, das ist eine Pillare. Ha, das muss jetzt nicht sein. Mein Ziel ist ein Abschuss. Das ist die schwedisch-finnische 109 da unten. Ich dachte, wir kommen da noch eine 109 hier. Die haben keine, die haben keine, die haben keine. Aber die da haben ja welche. Jetzt kann ich hier, glaube ich, mal ein bisschen reingehen. Ich steige aber weiter. Steigen ist das Einzige, was ich hier habe, was mir gerade den Vorteil verschafft. Und wenn die ja nämlich unter mir sind, kann ich ein bisschen Boom and Zoom spielen. Ja, bekommst du ihn ja, ne? Da gehe ich jetzt nicht schon runter, es ist mir zu früh. Steig mal ein bisschen weniger stark, damit ich da jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbaue. Aber es sind sie auch alle ziemlich unter mir. Kann ich gleich mal schauen. Ne, wir haben sie wirklich jetzt alle unter mir. Jetzt da einmal durch den Knäuel durchstoßen wäre natürlich ein guter Weg. Oh, die T-18, die verabschiedet sich da ein bisschen von der Menge. Und sie stürzt auch nicht ab. Ich überlege gerade, wie schnell kann ich hier noch mal im Dive bewegen. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es ja gleich sehen. Oder ich drehe einmal ab. Okay, 800 ist voll gut. Naja, komm. Versuch dein Glück. Okay, meine Flügel wackeln. Ich bin zu schnell, um da jetzt reinzudrehen. Dann gehe ich wieder hoch. Und die waren sicher nicht so schnell, dass sie da jetzt direkt mit mir mitgehen können. Zumindest nicht ohne auszustallen. Die Pillare versucht es. Und vor der habe ich auch ein bisschen Angst. Vor der habe ich sehr viel Angst. Verdammt. Oh mein Gott, ich krieg sie nicht weg. Ich krieg die Pillare nicht weg. Sie war auch viel langsamer als ich. Wieso ist sie jetzt genauso schnell wie ich? Er wird nicht locker lassen. Jetzt muss er wegdrehen. So, komm runter mit mir. Ah, sehr schön, die 109 kommt. Oh, das war gut, das war gut.
mir gerade den Arsch gerettet. Und sie haben ihn jetzt hier alleine gelassen. Jetzt gucken, wie ich ihn da am besten anfliege. Naja, macht das nicht so blöd. Naja, da kann ich jetzt nicht rein. Ah, er ist raus. Sehr gut gemacht. So, wir fliegen wieder zum Pulk. Jetzt haben wir leider unseren Höhenvorteil aber nicht mehr. Obwohl die gerade alle eher so fliegen, als ob sie unten bleiben. Links waren eine einzelne 109. Ja, ich meine jetzt nicht die KI-Flieger. Ich meine wirklich da den Crazy Lux. Okay. Er fliegt auch von mir weg. Jetzt dreht er um. Zumindest so ein bisschen. Naja, jetzt entscheidet er sich doch wieder wegzugehen. Ja, es ist Sache, ich und 109, das passt einfach nicht. Ich sehe die J21. Sie sieht mich wahrscheinlich auch. Aber die J21 hat ein großes Problem. Sie kann nicht schnell werden. Sonst gehen ihr die Flügel weg. Okay, gut, ich glaube, ich habe verloren. Ja, ich habe verloren. Nein. Ich hasse dich, 109. So, was versuche ich jetzt? Ich weiß es nicht. Aber vor allem will ich auch nicht in den Boden rammen. Okay, doch, jetzt lache ich mich runter. Na gut, dann hatte ich keine Power mehr, keine Kontrolle mehr. Naja, das war ich in einer 109. So läuft das, wenn ich 109 fliege. Also deswegen wisst ihr auch, warum ich immer sage, ich mag die 190er lieber als die 109er, weil 109er und ich, das ist wirklich... Es ist nur die K-Variante, die letzte 109 müsste das sein, auf 5.7 oder 5.3. Mit der komme ich gut klar, der Rest ist wirklich genauso wie heute. Ich könnte mir jetzt noch 10 Runden versuchen aufzunehmen, die würden zu 90% alle so enden. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nur darum, dass ich euch zeige, wie ich damit fliege und dann meine Meinung dazu sage. Du wirst verkauft. So, ich werde jetzt versuchen, dann die Ground-Runde aufzunehmen. Mach mir das Deck fertig, nehme die Runde auf und schneide sie dann hinterher ran. Willkommen in Alaska. Und hier jetzt der erste Versuch, eine Flugzeugaufnahme im Ground Forces mit dem Ding zu machen. Alaska, Gegner, Sowjets, Briten und Franzosen. Battle Rating 4.7. Also, machen wir das Beste draus. Oder ihr seht es nicht. Oh, so gut, so gut. Keine Sorge. Selbst wenn ihr das ja nicht seht, ich sage euch am Anfang der Runde, der wievielte Versuch das dann ist. Ich will da ganz offen mit euch sein. Und ich werde jetzt hier nicht stundenlang spielen, um die besten Aufnahmen zusammenzuschneiden. Ich muss ja nur ins Flugzeug kommen. Ich brauche 515 Punkte. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht schaffe ich das. Dann suchen wir hier einen Open Top und brutzeln es. Obwohl ich schon gesehen habe, gehört habe und gelesen habe sogar. Ja, ich lese. Dass die Bombe und das Feuer dieser Bombe gegen einige Open Tops nicht funktioniert, weil es noch verbuggt ist. Also
kann man das zwar auf diese Fahrzeuge werfen, aber das Feuer macht ihnen dann keinen Schaden. Lustig, oder? Das ist jetzt die Frage, lustig oder typisch? Entscheidet jetzt. Oh, schau mal da. Oh, Getriebe. Getriebe. Und er hat meinen Schützen. Ach komm schon. Ist das jetzt ein fucking Ernst? Okay, er ist raus. Getriebe. Getriebetreffer, sagt er. Oh, Fan, das war wieder gemein zu mir. Ich hätte doch morgen aufnehmen sollen, was eigentlich mein Plan war. Ist ja Sonntag am Tag der Schnecke. Immerhin habe ich nur einen Mann verloren und es war auch nur der MG-Schütze. Also bin ich an der Front noch voll okay. Die Punkte reichen noch nicht. Oh, da ist was. Ach, die 34, natürlich komme ich da nicht durch. Beziehungsweise natürlich frisst es die Optik wieder. Auch der Schuss war jetzt ein bisschen zu hoch. Aber es war die andere Optik. Nein, fahr nicht weg. Wir können Freunde sein, ich schwöre. Schieß auch daneben. Siehst du doch. Ach, verdammt. Er hat mir nicht mal seinen Namen gesagt. Na, da sind Betonblöcke jetzt im Weg. Wird es schwierig zu treffen. Oh nein, jetzt wackel ich da einen ab. Ach komm schon. Würde das nicht mal funktionieren ohne große Probleme? Ah, wieder die Optiken. Aber die Optiken hatte ich doch schon. Wie kann ich sie denn nochmal zerstören? Wir haben einen Schütze. Jetzt muss ich weg. Ja, gut. Das war's. Wie kann ich denn zweimal die Optiken zerstören, wenn die vorher schon kaputt waren? Das macht doch keinen Sinn. Gut, Schreni, du bist dran. Gib mir deine ungarischen Kräfte, um in ein ungarisches Flugzeug zu kommen. Hey, bist du langsamer geworden? Oder? Ist er langsamer geworden? Ich bin ihn lange nicht mehr gefahren. Oder ist es jetzt, weil ich hier bergauf gestartet bin? Ich habe das Gefühl, er fühlt sich um einiges langsamer an. Aber wie weit fliegen diese Raketen nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Raketenkill damit gemacht. Ich meine, wenn nicht heute, wann dann, ne? Wir gucken einmal kurz. Haben Sie irgendwas? Sie fliegen zu weit, oder? Da ist was, da ist was, da ist was. Na, sehr schön. Den haben wir. Das ist auch die Punktzahl. Und nach 39. Okay, ich hätte genug Punkte für das Flugzeug. Also Attacke. Natürlich gehe ich jetzt nicht einfach raus, sondern werde natürlich spielerisch dahin kommen. Also es muss mich jemand rausnehmen. Dann haben wir auch genug Punkte, sodass ich nicht einfach umsteigen muss. Until it's wedge. Der heißt andersrum. Oh. Dann, wo war der denn? Lol, direkt neben mir. Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gesehen, gehört. Also gehört vor allem nicht. Falls der KV einen Sound gemacht hat, ist er nicht bei mir angekommen. Falls nicht, weil er hatte den Motor definitiv nicht aus, dann waschen wir jetzt. Ihr wisst es.
So, aber jetzt gucken wir erstmal. Das ist die kleine süße Feuerbombe. Wir suchen nach offenen Fahrzeugen. Eine V11, niedlich. Ah nein, es sind gerade zwei gestorben. So eine CIS oder 29K wären perfekt gewesen. So ein bisschen schauen. Vielleicht irgendwas offenes spawnen. Eine Flak oder so. Ist da unten, das sah nicht sehr offen aus. Und da kommt ein gegnerisches Flugzeug. Ich kämpfe doch nicht in der 109. Geh weg von mir. Ich sehe nichts. Oh. Dracaris! Daneben. Knapp daneben. Ich habe noch Zeit, ich gehe zurück und hole mir noch eine. Ach, es ist auch noch eine 185. Oh mein Gott, ich will hier nicht sein. Spiel, was machst du mit mir? Gib mir doch schlechte Gegner. Ich will doch nur aufnehmen. Schlechter die Gegner, desto besser für meinen Plan. Ich brauche Ruhe. Ich muss mir das angucken von oben. So, aber jetzt holen wir uns erstmal hier eine neue Bombe. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht, ob wir es nicht irgendwie schaffen, doch noch etwas zu verbrutzeln. Ja, die Bombe flog gerade ein bisschen zu weit. Ich hätte vielleicht einfach nochmal eine Nummer drumherum fliegen sollen. Um richtig anzufliegen und nicht einfach Last Minute da was reinzuwerfen. Ich bin sehr schnell, oder? Ah, das wird schon. Es ist ein langes Airfield. Ansonsten setze ich mich einfach auf die Nase. Langes Airfield. Komm, bremsen, bremsen. Ja, so ist gut. Boah, perfekt eingeparkt. Haha. Okay, noch eine 185 runtergeschossen worden. Und der Ticket blieb auf unserer Seite. Das heißt, ich hatte definitiv noch Zeit, um nochmal hinzufliegen. Na komm. Und los geht's. Ein KV-2 ist kein Gegner für eine Flammenbombe. So ein Sarg, aber der ist auch gestorben. Sarg wäre auch gut gewesen. Ich fliege am besten direkt nach Süden. Um dann von Westen her auf das Schlachtfeld zu fliegen. Ja, ich muss schon ein bisschen steigen. Damit ich jetzt nämlich hier die Übersicht bekomme. Okay. Der A-Punkt wird wieder geholt. Das Plug-Feuer kommt aus unserem Spawn. Das ist also nichts, worauf ich was werfen möchte. Das ist was im B, aber es wird auch zu schwer sein. Oder zu geschlossen, besser gesagt. Sonst sehe ich hier gerade nichts, was interessant für mich wäre. Gut, ich gucke mal nach B. Was ist denn das? Das wäre doch, klingt doch, sieht doch fein aus. Nee, doch nicht. Oder? Nee, definitiv nicht. Ganz doll definitiv nicht. Was mit dir? Auch nicht.
Der kleine Open Tops. Wo sind die M10er oder so? Du bist. Was kann ich mit dem MG? Mit der Kanone anschießen. Aber mehr auch nicht. Na, es ist auch voll geschlossen. Mit, Leute, was mit Flachs? Den nicht? Braucht ihr nicht? Wollt ihr nicht? Was bist du? Ist auch wieder geschlossen. Ist auch geschlossen. Brauche ich kein Feuer drauf werfen. Steht hier außen zufällig irgendwas? Naja, gerade stirbt aber auch nichts. Weder mehr doch auf unserer Seite jetzt. Aber auf deren Seite nicht. Das heißt, nichts von denen muss neu spawnen. Was haben wir jetzt hier? Die sind auch geschlossen. Also Brandbomben bringen wirklich gar nichts im Spiel. Zumindest in Ground Forces. Wenn man dann die ganze Zeit rumfliegen muss, um nur den einen offenen zu finden, der vielleicht dann spawnt. Weil man gegen Geschlossene keinen Schaden macht, ist das nicht cool. Ich glaube, damit steht es auch fest. Ich werde auf Level 105 spielen und das Ding dann irgendwann auf den Marketplace setzen. Ich habe keinen Nutzen davon. Ich bin jetzt hier total unnütz. Ich helfe dem Team nicht, fliege hier nur rum und warte auf den einen. Also... Nee, nichts für mich, nichts für mich. Ich meine, das sah in dem Oddballs-Videos sah das sehr cool aus mit den ganzen Kills und den ganzen leichten Fahrzeugen, die er getroffen hat. Aber, oh, ich habe übrigens einen Kill gemacht. Aber ich will gar nicht wissen, wie lange er daran gearbeitet hat. Um das so zusammenzubekommen. Ich werde es nicht tun. Ich zeige euch hier die volle Wahrheit. Und ich glaube, diese Runde... Es könnte besser sein. Ich hätte auch was... Wenn ich die eine besser geworfen hätte, hätte ich vielleicht auch einen Kill bekommen, aber... Das ist die Wahrheit. Man ist damit die meiste Zeit, wenn jetzt nicht irgendwie ganz viele offene Fahrzeuge spawnen, ist man total nutzlos fürs Team. Zumindest was die Bombe angeht. Ja. Die Flak gerade, die ich getötet habe, die. Oder was ein Flak? War es die Flak? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn es die Flak war, dann, brachte das nichts. Ist nicht in der neuen gekommen, in der offenen, in so einem Istavak oder so. Was ist da? Ist hier irgendwas Neues gespawnt? Immer ist gerade ein KV-1 rausgegangen. Zufällig? Ja, nein, vielleicht. Rufe laut. Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich werde die Bombe nicht mehr los. Also jetzt kann man sehen, warum eigentlich niemand mit Brandbomben in Ground Forces spielt. Dann gucke ich, fliege ich nochmal eine Runde und gucke, ob vielleicht jetzt noch was gespawnt ist. Aber es stirbt ja auch nicht, also spawnt auch nichts. Ah, es ist ein ganz mieser Teufelskreis. Ne, hier ist tote Hose. Klang doch. Das kann auch wieder nach einem Maschinengewehr, oder? Komm, Scha, du frisst das jetzt einfach. Drakaris und so, ne? Dem sollte ich zumindest. Ich habe ihn nicht mal getroffen.
Aber es kann ja nicht mehr durch diese Straße da fahren. So, also damit bekommt dieses Fahrzeug schon mal von mir das Prädikat unbrauchbar. Zumindest für mich. Für Leute, die vielleicht mit den 109ern gut klarkommen und den italienischen Bau ein bisschen forschen wollen, zumindest bis Rang 4. Für die wäre das Fahrzeug, glaube ich, ganz gut, aber Italien hat da bessere Premiums. Kann ich euch nach dieser Runde gerne zeigen. Während ich jetzt hier meine letzten 44 Schuss raushaue aus den Mini-MGs. Okay, cool. Das war eine schöne Bombe. Und normale Bomben sind halt definitiv besser und vielleicht hätte ich auch mit der 125er was holen können, aber trotzdem. Ich wollte ja die Brandbombe testen, um zu testen, ob dieses Gimmick, was die 109 hat, nützlich ist. Ich finde, es ist nicht der Fall. So gar nicht. Ja, in der Zeit sogar mein Kaffee kalt geworden. So, na immerhin Silber gemacht. Gucken wir mal kurz. Hier auf Rang 4 die G55S, die würde ich euch weitaus mehr empfehlen. Zumindest für die Air Forces als die 109. Für die Ground Forces würde ich euch sogar eher die 110 empfehlen als die 109. Oder hinterher dann, was sowieso noch auf meiner Kaufliste steht, ist die Ariete. Aber du bist nicht cool. Damit baue ich kurz das Navy-Deck jetzt und dann gucke ich, dass ich uns in der Navy-Runde cutte, denn ich habe keine Ahnung, ich will mit euch nicht die ganze Zeit in der Warteschleife sitzen. Also, Navy. Und jetzt sind wir in der Navy-Runde. Das ist das kleine, nette Bötchen hier. Ein bekanntes sowjetisches Design, dieses Torpedo, dem Küstenboot hier, nur ohne Torpedos dieses Mal. Denn die Torpedos wurden durch diesen Raketenwerfer hinten getauscht. Und ich bin mir nicht sicher, dass der meine Hauptbewaffnung wird. Aber etwas, was ich sehr gerne benutze, ist dieser Twin 25er Turm. Den gibt es auch auf einigen anderen sowjetischen Küstenbooten und da ist er wirklich sehr stark. Deswegen bin ich von vornherein der Meinung gewesen, dass dieses Küstenboot auch einen guten Job machen wird. Und einen anderen Pluspunkt, der für dieses Boot spricht, ist 3-0. 3-0 ist ein sehr gutes Deck. Man hat hier noch das starke BMO-Ding und die Grozahn. Ich bin froh, dass ich vor kurzem das 3-0-Deck gespadet habe. So kann ich es jetzt in voller Blüte ausfahren. Das hier verliert auch ein bisschen Geschwindigkeit gegenüber den ähnlicher Boote. Wie zum Beispiel der 123K, wo die, glaube ich, sogar noch ein bisschen kleiner ist. Und ein bisschen mehr torpedolinienförmiger. Ja, das habe ich gerade erfunden, torpedolinienförmig. Ich werde erstmal gucken, dass ich B hole. Vom B aus, dann fahre ich wahrscheinlich Richtung C. Oh, mal schauen. Was bist du? Du bist groß, ja. Das Problem ist jetzt hier, ich weiß nicht, wie gut diese Raketen. Was haben wir denn hier drauf? Oh, die haben 6 Kilo. 9 Kilo TNT-Äquivalent. Ich glaube, damit kann man auch große Boote oder Schiffe, besser gesagt, ein bisschen ärgern. Denn die Sprengelwirkung sollte denen die Decks leer fegen. Oder zumindest ziemlich leer fegen. Jetzt habe ich Lust, das auszuprobieren. Das ist übrigens eine der Naval Maps, auf die ich gehofft habe, sie nicht zu bekommen, denn die mag ich nicht so gerne. Es gibt einige, die finde ich viel cooler. Ich glaube, für das Boot wäre auch das mit der Golden Great Bridge ziemlich cool. Es ist definitiv aktuell eine meiner Lieblingsmaps für Naval, von zumindest wenn ich die Küstenboote fahre. Ja, bist du entfernt, ist auch zu weit weg.
Ich höre jetzt auch zum ersten Mal die sowjetischen Nebelstimmen und sie gefallen mir. Ich weiß nicht genau. Ich habe den Raketenwerfer vorher nicht getestet. Ich denke, ich muss nah ran, um damit halbwegs gute Ergebnisse zu bekommen. Und etwas, was auch gut ist. Das Ding hier hat Artillerie. Und Artillerie ist immer etwas sehr Starkes in den Naval Forces. Du wirst noch zu weit weg sein für Artillerie, ja, definitiv. Der Umkreis für die Artillerie ist in Naval stark beschränkt. Oh, es bremst sehr gut. Und jetzt werden wir einmal kurz, wie sieht es hier aus? 1,8, das ist schon besser. Wir werfen dann Artillerie hin und nerven den. Bevor wir uns dann wieder verpissen. Oder noch besser. Haben die 25er schon zugeschlagen. Torpedorohr und am Schiffsschornstein ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt beziehe ich mich aber. Hey. Nicht falsch werden. Okay, der Raketa kann. Raketa, genau. Der Raketenwerfer kann anscheinend auch nur seitlich feuern. Also, na gut, nach hinten, da haben sie auch wieder einen Fahnenhalter hingesetzt. Komm, ich muss mich mal hier verziehen. Weil ich keine Torpedos habe, werde ich nicht die direkte Konfrontation mit ihm suchen. Von mir aus kann er B haben. Ich habe meine ersten Punkte geholt. Es wäre auch schön, wenn das Ding Rang 4 wäre. Weil dann könnte man es benutzen, um bis Rang 5 zu forschen. Was sehr stark wäre. Aber ich glaube, für die Forschungsbooster bei der sowjetischen Küstenflotte werde ich mir sowieso einfach, wenn er da mal wieder günstiger ist, einen Talisman auf die SKR-7 setzen. Ah, das war's mit der Fairmile. Wenn es nur ein Bob war, genau ein Bot war. Ist denn die Nachladegeschwindigkeit der Hauptkanone? Steht das hier? Gut, ich probier's mal aus. Okay, es dauert ungefähr 10 Sekunden, glaube ich, 9 oder 10 Sekunden, wenn ich das richtig gesehen habe. Es ist also ein bisschen. Es ist ein bisschen. Was schade ist. Aber man kann es nicht ändern. Na gut, ein bisschen durch eine bessere Crew, aber kann es nicht direkt ändern. So, jetzt gucken wir, dass wir auch dieses Zippo da ein bisschen nerven. Ja, auch das ist weg. Oh Gott, dieser Turm vorne, ne? Für Leute, die gerne Küstenflotte und Naval spielen, wird das Ding wirklich gut sein. Lad nochmal nach, ja, 11 Sekunden sogar, also 10, noch was Sekunden. Bist du? Du bist groß. Kann ich dich mit dem Raketenwerfer beschießen? Oder zumindest mal probieren. Okay, man muss näher dran. Was willst du denn jetzt von mir? Was ist das hier? Oh Gott, das war ganz war böse. Oh Gott, ja. Es ist wie ich mir gedacht habe, dieser 25er Turm, der ist ultra gut. Ja gut, gegen so große Dinger wird er seine Probleme haben. Aber kurz ein bisschen Artillerie. Und dann bin ich raus. Na gut. Aber kein Problem, kein Problem. Das ist natürlich dann eine Klasse zu groß für mich. Raketen konnte ich jetzt nicht ins Ziel bringen. Aber meine Kinder, dieser 25er Turm vorne, ich wusste, dass er reinhaut. Oh, es ist so gut. Gegen andere Küstenboote, gegen Boote in eurer Größe oder vielleicht ein bisschen größer, habt ihr damit eine ultra starke Waffe. Und das Schöne ist,
Sie ist vorne. Das heißt, ihr müsst nicht erst komisch manövrieren, um die Kanone ins Ziel zu bringen. Also bekommt dieses Fahrzeug von mir ein Ziel of Approval? Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Also das wird... Das Ding zu besitzen wird mir eine Freude sein. Da ist es wieder, da hinten. Ikazuchi war das, aber die ist jetzt natürlich ein bisschen zu groß für uns. Ich werde mal gemeine Dinge probieren. 2,15. Na, komm mal niedriger, damit ich ungefähr weiß. Okay. Es ist ein bisschen außerhalb, aber er wird da gleich reinfahren. War da noch was? Er sieht nicht so aus. Und zumindest hoffe ich, dass er da gleich reinfährt. Oh ja, das sah gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt gucke ich mal mit den Raketen, wie fliegen die denn? Okay, sie fliegen gar nicht so schlimm. Oh, was ist mit dir? Wir werden keine Freunde, geh weg. Naja, man muss sehr weit nach rechts halten, damit man sie ins Ziel bekommt. Warte mal, war da was vor mir? Oh ja, hi. Wer bist denn du? Was machst du hier? Und was wird das, wenn es fertig ist? Hey, nicht schießen. Raketenwerfer nicht ausgerichtet. 2, 1 und weiter geht's. Ist zu hoch, etwas zu niedrig, etwas zu hoch. Ja, geht doch. Wenn Harald nur ein Bot war, das hätte gemein werden können. Der Raketenwerfer bewegt sich sehr langsam. Er könnte sich ein bisschen schneller bewegen. Aber der ist halt, wie gesagt, auch nur ein Gimmick, so wie halt im letzten Battle Pass, dass Zippo den Flammenwerfer nur als Gimmick hatte, aber sonst halt eine starke Frontbewaffnung oder Offensivbewaffnung. Weil es nur zu langsam ist, hat dieses Ding hier ebenfalls dieses Gimmick mit dem Raketenwerfer, was vielleicht gut funktioniert, wenn man damit trifft. Aber die Offensivbewaffnung ist wieder super stark und das Ding hier ist immer schnell. Na, ich weiß, ich bin im Spawn-Bereich. Ich bin extra hier lang gefahren. Oh, du wärst doch etwas, was gerne mal eine Rakete probieren würde, oder? Komm, bitte, bitte, bitte. Guck, wie fliegt die? Fliegt drüber. Ah, knapp drüber. Oh ja, das war es. War okay, okay. Okay, 9 Kilo Sprengstoff. Das war gut. Das hat mir Spaß gemacht. Aber so kann man sie dann benutzen. Die Ziele sollten nur mindestens so groß sein, wie das, auf das ich gerade geschossen habe. Jetzt komme ich zu dir, mein Freund. Ich probiere es auch hier nochmal mit dem Raketenwerfer. Der muss wieder ein bisschen niedriger. Und dann... Na, Feuer. Zu hoch. Zu niedrig, oder? Oh nein. Oh nein. Ah, so funktioniert das dann doch ganz gut. Gefällt mir. Jetzt habe ich noch 12 Raketen. Ja, das war doch gut. Also die 109 werde ich verkaufen. Ich werde versuchen, 105 zu erreichen, was für mich normalerweise kein Problem ist. Und das Boot, gut, das kann man eh nicht verkaufen. Aber ich werde Hetz auch nicht verkauft. Das Ding ist... Spaß, der gefällt mir. Es ist eine sehr gute... Oh hey, es geht bei dir. Es ist sehr gut, um ein bisschen bei der sowjetischen Flotte zu grinden. Also das ist definitiv etwas, das kann ich euch empfehlen, das Ding. Jetzt kurz hier noch Artillerie draufwerfen. Und dann selbst zur Artillerie nochmal werfen. Ah, ich hatte gehofft, ich mache etwas mehr Schaden gegen diese Dinger. Schade. Den habe ich nicht mehr schnell genug bekommen.
Aber ich werde jetzt auch keinen Gutschein verwenden. Ich kann gar keinen Gutschein mehr verwenden. Die Runde ist leider durch. Wir verlieren sie. Komm, ich spawn noch einmal der. Ja. Schade. Aber ganz ehrlich, das Boot ist gut. Das war jetzt mein erster Zusammenstoß mit ihm. Das Boot ist gut. Das ist nicht nur, weil ich Erster geworden bin, sondern auch ganz einfach, weil dieser Turm vorne ultra reinhaut. Ihr habt es gesehen, gegen andere Küstenboote auf eurer Größe habt ihr damit keine Probleme. Gegen die Ikazushi, die ein Küstenboot. Ist das ein Küstenboot gewesen? Ich meine, es wäre ein Küstenboot, oder? Ja, hier, Ikazushi. Gegen die habt ihr damit keine Chance mit den 25ern, weil es einfach eine Fregatte ist. Die Raketen haben ja ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt nicht so mega viel, aber wenn sie an mein Ziel kommen, ist das trotzdem cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Fähre damit klar zu machen. Also, auf das Boot im Battle Pass freue ich mich. Es ist eine nette Addition. Wir sind die. Gut, der Forschungsbooster, der ist ziemlich gut. Silberbooster jetzt nicht so, aber 477%, 15. Ah, doch, der Forschungsbooster ist ziemlich gut für einen. Ist ein bisschen besser als das, was im Tech Tree auf dem Rang ist. Also ja, Flugzeug, nein, uninteressant für mich, werde ich verkaufen. Boot werde ich behalten und Spaß damit haben. Und ich hoffe, ihr hattet ebenfalls Spaß. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr von den Fahrzeugen haltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut.